Herzlich willkommen zurück zu meinem Sports Gaming Channel. Hier ist der Jens und ein weiteres Video zu eFootball 2023. Ich möchte mit der kleinen Videoreihe Leveling weitermachen. Mein Spieler-Leveling, wenn ich neue Spieler habe oder vielleicht auch mal mir andere Dinge auffallen, möchte ich euch auch immer mal wieder gerne einen Tipp geben. Auch gleiche Spieler vielleicht mit einer ähnlich starken Karte vielleicht ein bisschen anders zu leveln. Und ich gebe euch das dann als Tipp mit, wenn ich selber auch gemerkt habe, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Und das funktioniert mit dieser neuen Karte von Upamecano sehr, sehr gut. Ich möchte euch das gerne einmal zeigen. Ich spiele ihn sowieso wahnsinnig gerne und er ist nicht mal meine stärkste Upamecano-Karte vom Gesamtwert, aber das sind Dinge, die sind für mich nicht wichtig im Sinne von Gesamtwert muss immer der höchste sein, sprich so zu leveln, wie ein das die entsprechenden Apps und Seiten vorschlagen zu den Karten, damit ihr auf den maximalen Gesamtwert kommt, sondern ich versuche den Karten schon auch immer so ein bisschen Prioritäten zu geben, so wie ich das für wichtig und richtig auf der entsprechenden Position halte. Ich komme mit diesem Upamecano sensationell gut zurecht, noch besser als mit anderen Karten, die ich von ihm habe oder hatte. Und ich möchte euch hier gerne mal einen Vergleich zeigen mit einer anderen Karte von Upamecano, die ich auch habe, die tatsächlich im Gesamtwert sogar ein Punkt besser ist. Wir suchen uns jetzt hier mal die Positionen heraus. Da ist er schon. Ja, und dann schauen wir uns das mal zusammen an. Okay, was ist mir eigentlich wichtig bei einem Innenverteidiger? Klar, Köpfen immer wichtig, beide über 80. Meine beste Karte oder meine aktuell eingesetzte Karte ist die links. Hat er 81, ist er auf der alten Karte etwas besser. Er ist bei der alten Karte auch bei Geschwindigkeit besser, aber was ich wirklich merke, wenn ich in 1 gegen 1 Duelle gehe oder wenn ich auch freie Räume zulaufe, das ist immer ein Tipp von mir. Versucht, wenn es geht, Innenverteidiger mindestens bei Geschwindigkeit und Beschleunigung bei 70 zu haben. Mindestens. Hier haben wir jetzt den Fall, deswegen habe ich auch die Punkte anders verteilt. Mein jetziger Upamecano hat 80 Geschwindigkeit, aber 70 Beschleunigung. Der kommt besser in die Duelle, kommt besser in die freien Räume, schneller vor allem. Und das ist richtig gut. Schusskraft ist nicht wichtig. Springen 87 zu 89, Körperkontakt 89 zu 91. Also wie gesagt, immer der linke ist der aktuell von mir gespielte und daher auch vom Leveling meine aktuelle Empfehlung, ja, das auch so zu machen. Er funktioniert hervorragend. Balance für einen Abwehrspieler kein wirklich wichtiger Wert. Ausdauer, klar, der andere 76, er hat 71. Beide haben Verteidigung 80. Dann hat er ein Tackling 94, Aggressivität 93 und defensive Einstellung 90. Da ist er auch etwas stärker als die alte Karte, so zu sagen von Upamecano. Und das ist meine Empfehlung. Für mich in Normalform oder natürlich guter oder herausragender Form absolut gesetzt aktuell in der Innenverteidigung. Denn ihr dürft auch nicht vergessen, er ist einer, der auch Aufbau als Stil bevorzugt, also kein Zerstörer oder ähnliches. Man kann, wenn man mit einer Zweier-Innenverteidigung spielt, durchaus Zerstörer spielen, aber dann bitte nur ein Innenverteidiger, denn der reißt schon genügend Lücken dadurch, dass er permanent versucht, dem Gegner den Ball abzunehmen und da den Spielaufbau zu stören. Das dürft ihr nie vergessen. Aber meine wichtigsten Punkte tatsächlich hier Geschwindigkeit und Beschleunigung, in dem Fall 80 und 70 als, ich sag mal, Mindestkombination. Sollte immer mindestens 70 sein, dass er hier eine 80 bekommen konnte, ist natürlich top. Aber wie gesagt, man merkt, dass er fixer in die Räume kommt und er spielt sich für mich einfach fantastisch. Es ist meine beste Upamecano-Karte und daher für euch von mir nochmal eine absolute Empfehlung, wer die Karte vielleicht hat oder noch ziehen will. Ich glaube, sie war Bestandteil entweder von diesem Kingsley Coman Pack, wo man 50 Karten vom FC Bayern ziehen konnte oder vom eSports
Pack Volume 3, wo ja von allen 8 Teams aktuell wieder jeweils 2 neue Karten dabei sind, bin ich nicht ganz sicher. Müsst ihr mal entsprechend reinschauen. Das soll mein Tipp zu Dayo Upamecano gewesen sein. Ich kann euch ihn nur ans Herz legen, vor allem mit dieser Karte und dem Leveling, so wie ich es gemacht habe. Er funktioniert hervorragend und ist mit Abstand einer meiner 3, 4 besten Innenverteidiger überhaupt, die ich habe. Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video wieder mal gefallen. Dankeschön fürs Reinschalten. Seid gerne auch weiterhin dabei auf YouTube und auf Twitch, wo ich ja aktuell mit Streams vor allem von eFootball unterwegs bin. Abonniert mich da und schaut euch das gerne mit mir gemeinsam im Livestreams dort an. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gebt mal Feedback. Gefällt euch das? Gefällt euch so eine Videoreihe? Gefällt euch das Video selber? Und würde mich natürlich auch interessieren. Leute, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.